Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und das ist Last of Us in der Remastered-Version, gespielt auf der PlayStation 4. Und um genau zu sein, geht's um den Story-DLC Left Behind, den ich für euch Let's Playen werde. Was? Sind das Fireflies? Deckung! Was sind das für Typen? Bleib sofort stehen! Joel! Leg den Arm um mich! Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Riley? Au, voll auf die Hüfte. Was soll das? Ich dachte, ich werde gebissen. Ich weiß. Das war echt witzig. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? Ich hab dich lang nicht gesehen. Ich weiß nicht mal, wie lange. 45 Tage? Ja, 46 eigentlich. Willst du wissen, wo ich so war? Die ganze Zeit über dachte ich, du wärst tot. Ja. Hier. Schau mal. Das gibt's nicht. Immer noch allein hier? Ich musste 3 Jahre unter Liz schlafen und du weißt, sie riecht verdammt übel. Du bist ein Firefly. Du hast das immer noch. Was machst du da? Ich will nicht mit einem Firefly im Zimmer erwischt werden. Ganz ruhig. Da sind weit und breit keine Soldaten. Hier, Glückwunsch. Hey. Ist alles gut? Ob alles gut ist? Ich bin verschwunden und du bist sauer. Tja. Und ich schulde dir eine Erklärung. Lass uns abhauen und ich erzähl dir alles. Es ist fast morgen und ich habe Kampftraining. Du weißt schon, wir lernen Fireflies zu töten. Zieh das an und lass uns gehen. Ich bin so dumm. Na komm schon. Sind wir schon mal in Schwierigkeiten geraten? Mist. Komm schon, na los. Ich dreh dich auf die Seite. Oh nein. Das sollte uns Zeit geben. Ich suche was, um das zu nähen. Okay? Kellis, pass auf ihn auf. Ich
bin bald zurück. Versprochen. Left behind. Das war geschafft. Okay. Wo zur Hölle muss ich hin? Keine Ahnung, aber wahlweise erstmal die Rolltreppe rauf, würde ich sagen. Ach, ist das wieder geil, in Last of Us zu sein, oder? Wer freut sich noch? Also jeder, der sich jetzt freut, dass wir das Ganze nochmal zusammen erleben können, beziehungsweise DLC zusammen erleben, der kann gerne jetzt einen Kommentar oder einen Daumen hoch da lassen. Okay, wir haben eine Waffe. Immerhin etwas. Aber ich sehe gerade, wir haben nicht eine Kugel. Und wohin zielt dieser Bogen? Durchs Dach hinaus. Das hilft uns jetzt, glaube ich, herzlich wenig. So, ich dachte, ich sollte hier Tutorials angezeigt bekommen. Okay, anscheinend keine Klicker. Aber wir bleiben trotzdem vorsichtig. Das sieht mir hier wie eine gute Einkaufsgelegenheit aus. War da was? Nee, okay. Ihr könnt wahlweise natürlich auch diese Anleitung, diese Tutorial-Punkte ausschalten. Aber ich habe es jetzt ja wirklich lange nicht gespielt und ich nutze das jetzt hier ganz gerne, um mich wieder ein bisschen im Spiel, am Gameplay zu orientieren. Wo sind welche Tasten? Generell tue ich mich ja eh mit dem PlayStation-Pad ein ganz klein bisschen schwerer. Der Apotheker. Vielleicht hat er was bei sich. Der Apotheker ist verrückt geworden und hat mich angegriffen. Habe ihn ziemlich schwer getroffen, er ist bewusstlos. Habe ihn im American Princess Laden nebenan eingesperrt. Kombination ist 35, 30, 31. Okay. Das, eventuell, ich weiß gar nicht, ob ich den kennenlernen möchte, denn ich habe weder eine Waffe, noch habe ich irgendwelche Munition. Also ja, eine Waffe habe ich, aber ich habe ja keine Munition. So. Und Ellie ist grundsätzlich schon relativ verletzlich. Okay, wir haben ein Messer. So, wir suchen noch gemeinsam in dem Laden ab. Der Laden scheint ziemlich sicher zu sein. Keine Klickergeräusche, keine anderen Geräusche bisher. Medis sind das, würde ich sagen. Was zum Henker? Die Pillen geschluckt und die Dose dagelassen? Genau. Oh Mann. Was gibt's hier Schönes? Irgendwas? Ach, ein Buch. Irgendwas? Nichts. Mann, nee. Doch hier, ein Föhn. Und Glätteisen. Damit können wir den Zombies die Locken glatt bügeln. Tja, das sieht ziemlich unerfolgreich hier aus. Hier scheint es nur Schrott zu geben. Okay, dann bemühen wir uns mal durch diese Türe, die ich da gerade gesehen hatte. Hinter der Kasse. Oh, komm schon. Ein Verbandskasten. Wie zu
zum Teufel komme ich da rein? Ja, Schlüssel benötigt vermutlich den Schlüssel vom verrückten Apotheker holen, der hoffentlich mittlerweile verstorben ist und uns damit in Ruhe lässt. Und wir plündern seine Leichen gemeinsam. So, wo ist der American Princess Laden? Wahrscheinlich der gegenüber. Pixie Tech. American Princess. Okay. Na, da freue ich mich aber schon darauf, hier reinzugehen. Wie war die Kombi? 30, 35, 31, ist das richtig? 35 rechts, 30 links, 31 rechts. Hat funktioniert. Naja, fast richtig. Ich hätte gerne eine Waffe. Hm. Mist. Ich kann ja so tun, als ob. Wahrscheinlich, Wenn du die Absicht hast, mich anzufallen, dann mach's doch einfach. Mal Licht aus, aber vermutlich seht ihr da nicht mehr genug, oder? Was ist eigentlich so ein Autodeckungssystem? Nee, ne? Wirkt schon so ein bisschen gruselig hier, oder? Okay, das könnte der verrückte Arzt gewesen sein. Nicht mehr so viel von ihm übrig. Oh Mann. Jetzt schön liegen bleiben, schön liegen bleiben. Nicht. Wo ist er? Schlüssel. Na toll. Okay. Oh Mist! Gott verdammt! Okay. So, los geht's. Wie konnte man den Schlüssel anziehen? Apothekernotiz. Achso, große Küche. Okay, Apothekernotiz. Okay, hat er noch ein paar Fotos geschossen, wie es ausschaut. Interessiert uns nicht wirklich, oder? Im Scherzen. Oder so ähnlich. So, meine Freunde, dann gehen wir mal zurück und gucken wir mal, ob wir den Schlüssel benutzen können. Auf jeden Fall mal raus hier. Willkommen bei Wer stirbt als Erster? Ziegelsteine an den Kopf werfen ist jetzt, glaube ich, keine gute Idee, oder? Scheiße, ich hab Lärm gemacht. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, nochmal Schwein gehabt, oder? Woo! Haben wir nochmal Schwein gehabt? Herr Doktor.
Let's Fail mit Sirius. Willkommen bei Last of Us. Nein. Na toll. Oh. Ein Militärhubschrauber. Da muss irgendwas drin sein. Halt durch, Joel. Okay, wir suchen aber trotzdem die Räume nebenan. Ach, scheiße. Jetzt muss ich hier das Pad schütteln. Das ist auch immer so was Lästiges, ey. Dass ich das einfallen hat lassen, der ist echt... der hätte das zumindest mal für die PlayStation 4-Version jetzt mal rausschmeißen können. Nix. Eine Bürste. Brauche ich unbedingt. Ah, ne, Lappen. Entschuldigung. Okay, meine lieben Freunde, und ich würde sagen, während ich mich jetzt auf dem Weg zu diesem abgestürzten Militärhubschrauber mache, beende ich ganz einfach die heutige und erste Folge von Left Behind, dem DLC von Last of Us, gespielt auf der PlayStation 4. Ich hoffe, das Ganze hat euch ein ganz klein bisschen gefallen, ein ganz klein bisschen wieder an alte Let's Play-Tage erinnert. Also, ich habe auf jeden Fall mega Spaß drauf. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass ihr euch das mit mir gemeinsam nochmal reinziehen könnt und möchtet und so. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst mir noch einen Kommentar da. Wahlweise gibt es rechts die nächste Folge verlinkt, die vermutlich morgen oder übermorgen erscheinen wird. Darunter könnt ihr den Abonnieren-Button drücken und links gibt es irgendwas anderes zu sehen. Bis zum nächsten Mal und haut rein!